Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie du mit dem Freeware-Programm Netcat für Windows einen anderen Rechner im selben LAN oder WLAN-Netzwerk offline nehmen kannst als Sysadmin. Den Link zu dem Programm findest du anschließend in der Videobeschreibung. Ich lade mir das Programm nun einfach runter, indem ich hier auf Netcat klicke. Und speichere es mir nun auf der Festplatte. Nun muss ich nur die Installation durchklicken. Anschließend wird mir gesagt, dass ich schon eine neuere Version von WinBCAP auf dem Rechner habe. WinBCAP ist ein Treiber, der direkt auf den Netzwerk Datenstrom der Netzwerkkarte zugreifen kann und den ich zum Beispiel brauche, um Wireshark sinnvoll einsetzen zu können. Hier würde ich die neueste Version einfach googeln und herunterladen. Wenn ich Netcat oder Wireshark benutzen möchte. Ich starte jetzt den Rechner nicht neu und sehe hier schon, dass Netcat läuft. Ich schließe das Ganze jetzt. Bewusst suche es im Startmenü und starte es bitte mit rechter Maustaste als Administrator ausführen, um keine rechte Probleme zu haben. Hier werden mir jetzt nun, wenn ich ein paar Sekunden Geduld habe, die MAC-Adresse und der Hostname, also der PC-Name beispielsweise, der einzelnen Rechner, Handys etc. in meinem Netzwerk angezeigt. Hier wird angezeigt, was mein Router bzw. Standard-Gateway ist. Ich habe jetzt hier einen Dauerping auf den CBS LGL13 Client 1 laufen und wechsle jetzt nur nochmal zum anderen Rechner. Den sieht man hier und man sieht, dass ich hier einen Dauerping auf heise.de laufen habe und mache nur noch ein zweites CMD-Fenster auf und pinge meinen Router. Hier werden wir nachher hoffentlich sehen, dass das Ganze unterbrochen wird. So, das läuft momentan noch. Und jetzt schicke ich diesem Rechner hier, rechte Maustaste geht nicht, sag Cut Off. Und sehe hier nun Off. So. Ich komme noch immer auf den Rechner, schalte mir mal auf den anderen Rechner und man sieht schon, der Ping ist unterbrochen. Was ist jetzt passiert? Jetzt wurde sozusagen die MAC-Adresse dieses Rechners hergenommen und irgendwo zwischen Router und dem PC umgeleitet und eine falsche MAC-Adresse gespooft, sozusagen gefälscht, was jetzt nun dem Rechner quasi den Internet- und Netzwerkzugriff genommen hat. Ich kann jetzt hier auf dem Rechner, wenn es mich interessiert, mache ich noch eine dritte Command Line auf. Und schaue mir mit app-a an, was ich hier habe. Hier sehe ich verschiedene MAC-Adressen und die Zuordnung von IP zu MAC-Adressen, die jetzt so ausschaut. Wir gehen jetzt wieder auf diesen Rechner hier und erlösen den Rechner und sagen Resume und gewähren ihm wieder Netzwerk- und Internetzugriff. Der Ping hier bleibt dasselbe. Und hier sieht man, dass der Rechner wieder pingbar ist, sowohl, also nach außen Netzwerkzugriff hat, er kommt wieder auf den Router hin, hier rechts, und auch auf heise.de ins Internet hier links. Jetzt machen wir noch ein viertes CMD-Fenster auf und schauen, ob sich bei app-a etwas geändert hat. So wechsle ich hier die Farbe, damit man hier einen Unterschied sieht, falls es einen gibt.
So, wir sehen nun hier, dass die Einträge quasi dieselben sind. Was sagt uns das nun? Das sagt uns nun für mein Verständnis, dass hier nicht der CBSGL13 Rechner hier manipuliert wurde, sondern quasi wir an den Router den Befehl geschickt haben, dieser Rechner hat eine andere MAC-Adresse, bitte schick die Pakete dorthin, sprich ins Nichts. Wie kann man sich vor dem schützen? Man kann sich vor dem jetzt von meinem, ich sag bewusst zu meinem Kenntnisstand, gar nicht schützen. Außer eventuell vielleicht statische ARP-Einträge am Router bzw. Server oder indem man hier von Netcat, gibt es ein Programm, das nennt sich Netcat Defender, kann man hier wahrscheinlich am Server betreiben oder auf den einzelnen Rechnern und sich vor dieser Angriffsmethode schützen. Das Ganze geht deswegen, weil das ARP-Protokoll keine Authentifizierung beinhaltet und damit unter Anführungszeichen relativ unsicher ist.